Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Wir haben immer noch jemanden zu entführen und dann wieder von uns retten zu lassen. So. Zwei Gegner nur. Kann ich mehr bekommen? Danke. Was macht er denn da? Verflucht sei dein Glück! Wie wär's damit? Was macht er da? Hä? Also ich probiere gerade die Rüstung aus, falls ihr euch wundert, was ich hier mache. Wir passen aufeinander auf! Glaub ja nicht, dass du das überlebst. Wir haben zwar den Damage Boost noch nicht, aber den... Der Rüstungsboost funktioniert ja bei zwei Gegnern. Ich glaube, der Schlüssel war irgendwo zu gut. Gemeinsam schaffen wir das. Hallo? Tod? Zu langsam. Ja, doch. Doch ist zu merken, dass die Rüstung so einen kleinen Boost hat. Ich habe eben schon mal ohne den Boost gekämpft. Doch, ja, ist zu merken. Sehr nice. Achso, ich kann euch die Stats auch zeigen. Ich habe die auch komplett hoch gemacht, die Teile. Plus, ich habe hier zum Beispiel noch plus Rüstungsrune, plus Nahkampfwiderstandrune, plus Leben, plus Leben, plus Rüstung, plus Leben, plus Rüstung, plus Leben. Also, mit der halte ich jetzt schon doch eine ganze Menge aus. Ich muss mich durchkämpfen und die Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Der Mechanismus sollte da drin sein. Okay. Geh doch nicht wieder zu. Wir sollen ja genau diese Flusskette da wieder wegmachen. Was wir halt ganz zum Anfang schon mal gemacht haben. Aber ich sehe hier nichts. Noch weiter unter mir. Aha. Deswegen bin ich hier drin. In dem Futter könnte man sich verstecken. Natürlich nicht. Leider!
gehe doch schon wieder. Sorry. Oh, hi. Das haben wir schon mal ganz, ganz zum Anfang, als wir in Englerland angekommen sind, kaputt gemacht. Und die haben immer noch nicht gelernt, dass man dafür kein Holz benutzt. Nun, da die Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch. Okay. Komme ich da auch raus, ist die Frage. Sehr schön. So, da ich es angedroht habe, hier ist mein neues Pferd. Da mich das alte verraten hat und in die Festung des Feindes reiten wollte, habe ich mir ein neues geholt. Was ist denn nicht hier los? Überall wilde Tiere, Junge. Ich bin da, wir können anfangen. Ah, hallo. Überrascht ihr die Lunge raus? Du gehörst hier. Ob's da die. Jetzt wird richtig gekämpft. Die laufen mir bis ins Lager nach, Junge. Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmerin. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch. Ist okay, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Können wir springen? Jetzt! Pfeile! Halbe Schuss! Entdeckung! Dann werden wir sie löschen.
Tor verleiht mir Kraft. Ja, lass uns das mal mit dem versuchen zu zielen. So geht das natürlich auch. Nicht nochmal das Ganze. Lass uns uns nicht verlassen. Du darfst da runter. Einfach loslassen. Spamme HP, damit sie da loslässt. Sie macht's nicht. Ja, selber ist schuld. Wäre es noch ein bisschen schneller gewesen. Ja, du machst das. Halt. Ich töte dich. Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Zugbrücke herab zu lassen. Ich kümmere mich darum. Ich mich damit selber um, wenn ich da drauf stehen bleibe. Ein weiteres Tor! Es kann uns nicht standhalten! Pass auf das brennende Öl auf! Guck mal, passt du mal so ein schönes Einhandschwert. Und wir. Verschanzt. Kämpft euch vor! Thank you.
dich um! Beschäftige die anderen! Ich fühle mich gut. Hier unten ist die Feste abgeriegelt. Dann müssen wir weiter oben nach einem Weg hineinsuchen. Als dass ich dir diese Feste überlasse. Tötet mich und ganz Westsexe wird sich gegen euch erheben. Ich mähe dich nieder, Dänin. Ihr räutigen Hunde werdet Hofeskester nie einnehmen. Ihr wagt es, diese Feste einzunehmen? Elfreds Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tant Tedmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchengötter! Ich werde mich euch nicht beugen, wie ein Lord von euren Gnaden! Eher sterbe ich! Wie viel wird uns dein König zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert. Gepriesen sei Gott. Wenn es Reichtümer sind, die ihr wollt, die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Ton Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Bleib ruhig, sonst werde ich nicht verhindern können, dass meine Freundin dir die Kehle auf... Okay, da hat sich... Freundin dir die Kehle aufschlitzt. Nicht so grob, Heide! Pass auf, wie du mich anpackst! Da hat sich das Game gedacht, ich crash mal, er darf hier nicht mehr looten. Hey, hallo? Hier, Atlant. Du wirst sterben für all die Demütigungen, die ich durch dich erdulden musste. Das hat nichts mit dir zu tun, Tan. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Deswegen zerschmetterst du meine Tore und tötest meine Männer? Nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre. Genug. Sonst gebe ich dich den Sachsen mit 10 Fingern weniger zurück. Verarscht er mich? Hä? Lass diesen guten Mann ziehen oder zahlt den eisernen Preis. Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben. Viele Männer starben beim Sturm auf diese Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Christus-Sklave. 20 Truhen Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert. Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen?
Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, den ich recht... recht verdächtig finde, Abt. Hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Luft! Ich brauche Luft! Nee, jetzt kriegt er auch noch einen Schlaganfall, oder was? Er ist tot. Da war Gift im Spiel, kein Zweifel. Nein, 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 nein! Weck den Mann auf! Er kann nicht tot sein! Er darf nicht tot sein! Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe! Alfred wird einen anderen wählen und... Bei allen Heiligen! Wie soll ich das nur dem König erklären? Wir gingen den Weg bis zum Ende, Kühnebert. Dir mag nicht gefallen, wohin er führte. Doch schuldest du uns deinen Teil des Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Ich brauche einen Tag. Kommt morgen in meine Abtei und ich werde... Oh je, oh je. Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt. Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus Westsaxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. Die werden sofort angreifen. Bist du wieder böse, wenn ich versuche zu looten? Ja, ich mach's, glaube ich, lieber nicht. Hier ist es zu still. Wo sind die Brüder? Oder die Männer des Abts? Oh. Ich würde dich freudig grüßen, Bruder, doch ich werde das stechende Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich folgte dem Abt und ließ ihn nicht aus den Augen. Aber die Mönche, seine Diener, niemand ist zu sehen. Sind sie tot? Das glaube ich nicht. Aber in dieser Grabesstille liegt nichts Gutes. Und wo ist der Abt jetzt? In sein Gemächer. Komm, aber sei wachsam. Stinkt es für dich nicht auch nach Verrat, Bruder? Warum sollte der fromme Hirte sich mit der Heretikerin zusammentun? Kühnebert ist ein Mann, der nach Macht und Einfluss giert. Da Tedmund tot ist, muss er das woanders finden. Das ist wahr. Halte deine Augen offen und deine Klinge bereit. Ah, ja. Kühnebert, deine Gäste sind da. Kommt, das Essen steht bereit. Der liebe tot. Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen,
Aber Kühneberts Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlasst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fängst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde. Das ist köstlich, Kühnebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwarebuch. Sie werden bald über uns herfallen. Vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Ich war schon mal hier, deshalb ist der Ausweg schon offen. Hopp, alter Mann. Ach nicht, er hängt da fest. Will mich doch hier verarschen. Soll ich ihm helfen? Als wir das erste Mal ja hier waren, hatte ich da schon ein bisschen was untersucht und innen drin unten liegt halt ein Schlüssel. Man muss hochgehen, das Fenster kaputt schlagen, runtergehen, die Leiter runterlassen, den Schlüssel nehmen, wieder raus und so weiter und so weiter. Das war eben die Leiter schon unten, das Tor, das Fenster war da schon kaputt. Ja, oder war das Fenster zum Anfang an auch gleich kaputt? Irgendwie sowas. So, komm her. Bleib stehen. Fulke verriet, dass ihr Sanktum in Kantwarebuch ist. Ja, und das ohne Not. Ich würde mich dem Ort vorsichtig nähern. Es könnte eine Falle sein. Vielleicht, aber eine andere Spur haben wir nicht. Ich hoffe, all diese unschuldigen Opfer sind es wert. Es geht um Sigurd, mein Bruder. Natürlich sind sie das. Na dann komm, tauchen wir hinab in das Maul des Todes. Ich wollte meine Winterjahre ohnehin nicht erleben. Dies wird nicht umsonst sein, Eivor. Wir werden Sigurd finden. Eivor, wo bist du denn? Wir waren im Gespräch, Eivor. Nicht nur ihn. Ich will Fulke leiden sehen. Nicht nur ihn. Ich will Fulke leiden sehen. Okay, ich werde dann da jetzt 1500 Meter hinreiten. Wir sehen uns dann dort im nächsten Part. Ciao, Leute.